Ich bin Jennifer Brumm und ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit. Nach einem schweren Infekt und zahlreichen Antibiotikatherapien litt ich viele Jahre unter einem sehr schweren Reizdarmsyndrom, einer Dünndarmfehlbesiedlung mit allen bekannten Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mehreren Autoimmunerkrankungen, einer Schilddrüsenproblematik, starkem Haarausfall, Akne, extremer Müdigkeit und chronischem Erschöpfungssyndrom, auch als CFS und ME bekannt, einem schweren Mastzellaktivierungssyndrom mit teilweise anaphylaktischen Schocks, Endometriose, einer schmerzhaften Periode, Depressionen und Stimmungsschwankungen und vielem mehr. Ich war insgesamt 2 Jahre lang bettlägerig und musste künstlich ernährt werden. Ärzte sagten mir, dass ich wahrscheinlich nicht mehr lange leben werde, mit gerade einmal 28 Jahren. Da die Schulmedizin mir nicht weiterhelfen konnte, eignete ich mir über die Jahre Wissen im Bereich Ernährung, Mikronährstofftherapie sowie Darm- und Mikrobiom an. Mehrere Stuhltransplantationen, eine radikale Ernährungsumstellung und diverse Nahrungsergänzungsmittel zum Darmaufbau gaben mir mein Leben schließlich zurück. Ich absolvierte eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt Darm und Mikrobiom und gründete Darmgesund. Als zertifizierte Ernährungsberaterin möchte ich nun auch Ihnen helfen, eine für Sie und Ihren Darm passende Ernährung zu finden. Der Fokus meiner Ernährungsberatung liegt auf der Modulation des Darmmikrobioms durch Ernährung. Hierfür schaue ich mir diverse Befunde wie Blutergebnisse, Allergietests sowie Mikrobiomanalysen an und erstelle eine Anamnese durch ausführliche Gespräche mit dem Klienten und erstelle auf Wunsch einen auf den Klienten abgestimmten Ernährungsplan mit Makro- und Mikronährstoffauflistung. Ich helfe durch Ernährung und bei Bedarf durch ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel, das Darmmikrobiom zu optimieren. Ich selbst führe keine Stuhltransplantationen durch, verweise aber an Kliniken, Ärzte und weitere Stuhlbanken in Deutschland und im Ausland, wenn der Klient einen fäkalen Mikrobiomtransfer wünscht. Nach der Stuhltransplantation arbeite ich mit dem Klienten auf Wunsch zusammen und unterstütze die neue Darmflora durch eine ausgewählte ballaststoffreiche Ernährung und bei Bedarf durch weitere Supplemente als Ergänzung zur normalen Ernährung, die eine Ansiedlung der neuen Mikroben begünstigen. Die Ernährungsformen, auf die ich mich besonders spezialisiert habe, sind die Paleo-Ernährung, die ketogene Ernährung, die Low-FODMAP-Diät und vor allem die spezielle Kohlenhydrat-Diät nach Elaine Gottschall, die für Menschen mit chronischen Darmproblemen konzipiert wurde. In einem ersten Telefonat oder Videocall erläutern Sie mir zunächst Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Wünsche und Erwartungen an mich als Ernährungsberaterin. Anschließend entscheiden Sie, ob Sie mit mir gemeinsam im Rahmen einer individuellen Ernährungsberatung arbeiten möchten. Ich biete Ihnen einzelne Sitzungen in Form von Gesprächen, Telefonaten oder Videocalls an, sowie ein Einmonatspaket, bei dem ich Ihnen bei Fragen zum Thema Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und allgemeine Informationen zur Stuhltransplantation jederzeit über E-Mail, Telefon, Videocall, WhatsApp und anderen Messengern zur Verfügung stehe. Besuchen Sie mich auf meiner Homepage Darmgesund, vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und lassen Sie uns gemeinsam eine für Sie und Ihren Darm passende Ernährung finden.